Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Express und wir spielen heute wieder Batman Arkham Knight. So, wir müssen jetzt die Antenne anwenden, wenn ich mich recht erinnere. Schauen wir zur Sicherheit nochmal nach. Genau, verwende die Antenne bei Falcon Shipping, um Scarecrow zu finden. Das machen wir jetzt direkt mal. Schwupp. So, ist das die Antenne da vorne wahrscheinlich? Könnt ihr mir jetzt gut vorstellen. Oder? Du hast mich zum Start. Nein, die große da drüben. Aber die Gnade werde ich nicht gewähren. Sieht schon cool aus, wie er hier da sitzt. Alles im Griff, der Batman. Ah nee, da hinten. Oh, gar nicht gesehen, da leuchtet ja mein Batman-Zeichen da. Mal rüberfliegen hier. Na komm schon. Ist ja nochmal so ein Greifhaken-Setzpunkt. Oder wie schnell sie alle aus der Stadt geschafft haben. Das sollte zur Gewohnheit werden. Und noch einmal. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. Wofür brauchen wir ihn? Die Geißel. Eine Absicherung, falls die Fledermaus auftaucht. Genau, als würde es dazu kommen. Scarecrow hat gesagt, er würde hier sein. Wenn du mich fragst, ist er paranoid. Ein bisschen zu viel von seinem Gas eingeatmet. Ich würde gern mal sehen, wie du ihm das ins Gesicht sagst. Willst du mich verarschen? Ich kann dir nicht mal anschauen. Okay. Fünf Soldaten. Alle bewaffnet. Eine Geisel? Töten Sie mich, töten Sie die Geisel. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Bettrang. Nur, dass ich jetzt keinen mehr sehe. Wo sind denn die? Da. Hey, hört ihr das? Okay, was kommt hier raus? Ihr zwei, schaut mal nach. Die Tür bleibt zu. Ich gehe kein Risiko ein. Verstanden, Boss. Also, besser für euch. Attacke! Fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Sehr schön. Ui, da kommt er.
Ah, oh, sehr geil. Beruhigend. Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die EA-Trainingsprogramme. Das sieht schon fett aus. Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. Oh ja, drin liegt eine Geißel. Machen wir erstmal ein paar Tests. Oh, starten wir mal die Herausforderung. Blicke auf den Straßenabschnitt in deiner Nähe, um das Batmobil zu rufen. Warum das? Nochmal? Oh, Leute. Ich würde es jetzt aber gern trotzdem nochmal probieren. Simulation aktiviert. Juhu. Ich glaube, ich muss einfach gucken, dass ich höher hochkomme. Na, scheint zu klappen. Ich glaube, ich verliere schon Höhe. Zack, zack, runter. Simulation abgeschlossen. Wunderbar. Ging ja dann doch ganz einfach. So, ich denke aber mal, die Simulation lassen wir jetzt einfach mal. Wir machen so weiter. Drei können ja den armen Geisel ja nicht so alleine drin lassen. Ein guter Praxistest für den Anzug. Will Wenn ich sie überraschen will, muss ich einen anderen Eingang finden. Wenn ich sie überraschen will, muss ich einen anderen Eingang finden. Kann man hier durch? Scarecrows Leute haben immer noch eine Geisel bei der Antenne. Ich sollte zurückgehen, bevor sie etwas tun, was sie bereuen würden. Von hinten vielleicht? Nein, sieht nicht so aus. Gotham ist heute Nacht
unser Spielplatz. Dann gehen wir nochmal hoch. Psst, nicht zu laut. Das dürfen wir nicht vermasseln, habt ihr gehört? Ah, da vorne ist ein Loch, vielleicht kann man da unterirdisch irgendwie rein. Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Hätte ich das Gitter gar nicht rausreißen müssen. Oder doch? Ah, ich glaube. Ah, ich muss schon hier rein. Ja, das ist auch Schwachsinn. Hier ist noch so ein Gitter. Neuer Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen und alle drei ausschalten, bevor sie wissen, was eigentlich los ist. Okay, dann let's go. Findola! So, der Anzug gefällt mir gut. Ah, ich helfe dir doch. Mann, ich habe ja gehört, dass du schnell bist, aber drei bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Ja. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Meine Rede. So, gut, ich verabschiede mich jetzt wieder mal fürs Erste und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, Leute.